wie wir damit umgehen. Eigentlich so ganz normal. Wir finden nur, dass das ein Ghetto ist, dass die Menschen nicht menschenwürdig behandelt werden. Andersrum auch eine kleine Zumutung für die Anwohner mit diesen kleinen Häusern. Ja, und was noch? Was fragen Sie noch? Was, sonst weiß ich nicht. Wie wird der Kontakt aussehen? Wird man sich treffen? Wird man Hilfe anbieten? Nee, oder lässt man die Leute auf sich allein gestellt? Das kommt immer, nee, eigentlich nicht. Das kommt drauf an, wie die auf uns drauf zugehen. Wir haben hier viele Nette bei, die gucken einen an. Und wenn sie merken, dass man wohl freundlich sind, dann grüßen sie auch. Also da habe ich nichts gegen. Ich habe nur Bedenken, dass es unter die Jugend, unsere Jugend auch, dass es da mal Reibereien geben könnte. Wir hoffen natürlich nicht, aber da habe ich meine Bedenken. Nun sollen die Menschen hier vor Ort sogar 3 Jahre bleiben. Glauben Sie an diese 3 Jahre? Nein, nein, das ist Hug und Betrug, was die mit uns machen. Die haben uns ja auch alle viel zu spät gesagt. Das sind alle Lügner, die Politiker in meinen Augen. Wer ist der große Lügner für Sie? Ja, in Ihren Augen? Ja, wie heißt der hier? Alle im Prinzip. Alle, die haben nur alle. Ob das unser Bürgermeister ist oder der Igel ist oder alle. Die Einzige, die zu uns hält, das ist die Frau Vogel. Der Igel sagte, er kommt zu keiner Demo, die nee, kommt von da auch nicht, weil er feige ist. Also praktisch eine Demo, die von der NPD gekapert ist. Fühlen Sie sich gekapert? Nein, das ist auch nicht gekapert, sondern das machen wir Bürger von uns aus. Weil wir das alles nicht verstehen können, was die Politiker machen. Ja. Es geht nicht darum für irgendeine Partei, sondern wir Bürger sind da der Meinung und das sollte so sein. Ja. Mhm. Die oben, die verkaufen uns nur. Mhm. Ist alles nur Hug und Betrug, was die machen. Das geht nur ums Geld, wenn man ehrlich ist. Mhm. Nur ums Geld. Mhm. Denn ehrlich sind die mit uns alle nicht. Egal welche Partei. Die Einzige, das ist die Frau Vogel, die zu uns hält, zu uns Bürgern. Und alles andere kann man vergessen. Mhm. Ist meine Meinung. Und unsere Meinung vertritt die Frau Vogel. Wie sehen Sie es? Haben Sie da noch Befürchtungen, Ängste oder Hoffnung, wie es weitergehen könnte hier? Nein, also Ängste, Befürchtungen habe ich da nicht. Ängste in dem Sinne, dass das mit den jungen Leuten praktisch. Denn unsere sind auch nicht gerade, wenn die mal was getrunken haben, dann kommt doch mal ein Wortwechsel. Auf der Dauer werden die sich das ohne. Also da habe ich die Befürchtung, dass mal was kommen könnte. Unter den Erwachsenen, was man hier hat, glaube ich nicht. Also im Moment jedenfalls nicht. Und bis jetzt sind also die Bürger, die ich jetzt bis jetzt hier gesehen habe, sind nett. Nett, so freundlich. Wir werden eigentlich an, also sind ja, freundlich. Nee, da kann man auch nicht. Nee, ich würde auch nicht. Sag ich auch nicht. Ich bin auch der Meinung, dass mit dem, dass es eine reine Ghetto ist, dass die Leute da so reinfärschen, das ist Menschen unwürdig. Denn sie haben gesagt, dass sie pro Kopf 3 Quadratmeter zur Verfügung haben. Da hat ja mein Hund mehr. Mein WC hat 4 Quadratmeter, aber ich möchte nicht in meinem WC 4 Monate oder 3 Jahre leben. Mit 4 Quadratmeter, was soll das? Das sind so alle Sachen, so, die man nicht verstehen. Dadurch vielleicht den Reibereien schon alleine unter den Flüchtlingen kommt und auch die verschiedenen, wie sagt man, Glaubensrichtungen so, dass da dann vielleicht mal so ja unter den Leuten Reibereien selber kommt. Denn bin ich auch der Meinung, wenn man hundertprozentig wüsste, dass das wirklich Leute sind aus dem Kriegsgebiet, glaube ich, würden wir Deutschen noch freundlicher den Menschen entgegengehen. Das sind ja so viele bei, die hier absolut nichts zu suchen haben. Mhm. Die haben zwar alle teure Handys, aber einen Pass hat keiner. Mhm. Mhm. Ist meine Meinung. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mir erstmal Luft gemacht. Ihr kommt aus Irak. Ja. Wie sind jetzt die Zustände dort im Camp? Mhm. Ist es okay, wie viele Menschen leben dort in einem Raum? Ist es in Ordnung für euch? Wollt ihr raus oder? Natürlich, wir will rausgehen und wir Wohnung bekommen. Ja. Und lieber hier ist es schlimmer ein bisschen, weißt du. Ja. Und sie sagen, wenn du willst einen Schlüssel haben, dann musst du 5 Euro bezahlen. 5 Euro für was? Für einen Schlüssel, für Zimmer. Für Zimmer.
Ja. Habt ihr 5 Euro? Nein, nee, aber ich habe kein Geld. Ja. Ja, aber sagen eine Lust für eine Sim. Ja. Aber ich habe kein Geld, sagen ich möchte nicht los. Aha. Ja. Ja. Aber Essen auch für Heim nicht gut. Aha. Was gibt es zu essen? Gibt es immer früh und Abendessen ist gleich. Aber manchmal Mittagessen geben Soße und geben manchmal Reis, Fleisch, so. Ja, so also das Essen ist okay? Nein. Ja. Nee, ist jetzt nicht okay. Nicht okay. Aber keine Fleisch, ist ja Fleisch nicht gut. Ja. Ihr dürft nicht kochen? Nein. Also gibt es keine Küche? Nicht. Ja. Nein. Gibt es aber immer noch kein Herd. Aha. Darin, ja. Kommt der Herd später? Weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Ich soll sagen, vielleicht nächste 3 Monate, aber immer noch keine Ahnung. Ja. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Wie soll es weitergehen hier in Deutschland, Europa? What do you think about the future? Natürlich, wir auch wollen Wohnung bekommen und einen Beruf so bekommen, arbeiten. Und dann, weißt du, Lagiso auch gibt es für jede 3 Monate so lang dauert 300 Euro, das kann man nicht etwas zu kaufen, zu essen. Und hier auch sagen, kann man nicht kochen, das glaube ich sehr, sehr schwierig. Was möchtet ihr mal werden vom Beruf her? Was wollt ihr mal arbeiten, lernen? Ich gehe so am 5.9. so in der Schule. Ich will auch Medizin lernen. Medizin? Ja. Cool, cool. Ja. Und du? Ja, ich auch. Mit 5.9. teilnehme ich. Ich gehe mal mit Schule auch. Ja. Um keine arbeiten. Ich spreche Deutsch und noch mit 18 Jahren kann arbeiten. Ja. Wie sieht das Schule wird? Aber ich weiß keine Ahnung. Mit wer arbeiten kann, egal, kein Problem. Aha. Ja. Wollt ihr auch Kontakt haben mit den Menschen, die dort natürlich, drüben wollt ihr, sucht ihr den Kontakt auch? Ich habe viele mal versucht, aber leider sie wollen nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Sie haben Angst, über was weiß ich nicht, ja. Und sie sind recht, weißt du. Ich habe eine Mädchen gefragt, hallo, wie geht es dir, gut? Und sie mir fragt, woher kommst du? Ich habe gesagt, aus dem Irak. Oh mein Gott, sag, du bist die Es. Nein, ich bin Jesiden, kein Es. Oh Gott. Sag, nein, ich glaube dir nicht. Sag, okay, wenn glaubst du nicht, dann kann ich nicht dir fragen. Aber in Deutschland, viele sprechen, ich liebe dich in Arabisch. Keine nicht, ich liebe dich Jesiden. Wirklich, ich hatte. So. Aber keine Mentorische mit Lagiso auch. Mit Kurdisch. Viele Mentorische Arabisch, aber habe keine Kurdisch. Aha. Ja, okay. Natürlich. Er meint, die Mädchen lieben nicht den Jesiden und Kurdisch, aber sie lieben die Arabisch. Ist mir egal, so weißt du. Ja, aber ist wirklich lieber, hier ist es schlimmer. Aber es könnte vielleicht besser werden für euch, ja, eines Tages. Davon geht ja aus, ja? Ja, ja. Ja. Oh, ich habe eine Frage. Warum sind Sie heute hier? Um einfach zu wissen, was gerade hier ist. Passiert. Aber Sie wissen, dass es hier Menschen gibt aus Kriegsgebieten, ja, die hier Obdach suchen? Ich bin bis jetzt jede Demo hier gewesen. Ja! Sind Sie auch bereit, Kontakt aufzunehmen mit den jungen Menschen, die auch Kontakt suchen? Ja, bin ich, ja. Aber. Also, ich habe gegen die nichts. Nur gegen die Situation, die dahinter gerade passiert. Die Situation wäre dann welche? Das ist zu eng für die. Waren Sie schon mal drin? Nein. Nein. Würden Sie ganz gerne mal gucken wollen? Ja. Danke. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Bitte? Warum Sie heute hier sind? Eine Einwohnerversammlung. Was soll sich ändern? Bitte? Was soll sich ändern? Eine gerechte Verteilung. Ja. Ja, weil wir das nicht in Ordnung finden, dass in einem Stadtbezirk hier diese Konzentration von Flüchtlingen stattfindet. So kann keine Integration stattfinden. Es ist auch nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, so, dass es positiv ist, wenn auf engstem Raum so viele Leute aufeinander gefertigt werden. Wenn alles andere nicht stimmt, wenn keine Infrastruktur nicht stimmt und wenn keine Schulen, keine Lehrer, keine Polizei, nichts, Feuerwehr. Ich begrüße das haut nicht hin. Herzlich. Es muss ein bisschen gerechter verteilt werden. Darum geht's.